Hey Freunde des Rätsels Lösung und der Zombie-Apokalypse. Herzlich willkommen bei Resident Evil Village. Über Folge 8 mittlerweile schon. Wir haben das Rätsel gelöst hier. Die Statue muss einmal nach links gedreht werden, die nach rechts und die ebenfalls nach rechts, rechts, links. Dann öffnet sich das. Okay, okay. Nach unten. Ja, sind ja Riesenkeller, hä? Ah, hört, man muss gut hinhören. Und da muss ich keinen Schuss vergeuden. Wie viele es von denen wohl gibt? Ich habe sicherlich schon einige verpasst. Ist das alles Blut? Ist das Blut oder Wein? Umgucken, ob was blinkt, verkaufen könnte. Ach du Scheiße! Was war das? Was war das? Ist da was im Wasser? Ah. Oder Wasser, oder Wein, oder Blut, was das auch ist. Da geht's auch nicht weiter. Da hinten ist noch eine Gischte. Ich habe so das Gefühl, dass ich da, dass ich. Die leben noch. Oh. Fängt er mich sicherlich gleich an. Überall, ich höre überall irgendwie Knarzen und Knacken und. Ach du Gott, Mann! Oh, ich hab überall eine Gänsehaut. Oh, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Okay, da kann überall etwas rausspringen. Der war gut jetzt. Der war gut. Oh. Komm schon. Ich glaube, das hat es gebracht, dass ich die Waffe schon ein bisschen aufgemotzt habe. Oh. Was? Oh. Woher kommst du denn jetzt? Da ist noch einer. Ich glaube, das war wirklich keine so schlechte Idee, die Waffe bereits aufzumotzen. Ich habe nicht mehr viel Munition, deswegen werde ich noch ein bisschen herstellen. Nimmt dann natürlich alles mit. Und sehr schön.
mal nicht in die Kanalisation, mal sehen, ob ein Kanalisationslevel kommt. Hä? Ding! Sonst, ja, für die Profis da draußen, die wissen, was mit dem Ding gemeint ist. So. Bleibt schön da. Ich gleich wieder was. Oh ja, ich wusste es. Oh meine Güte. Das ist echt der Horror, wirklich. Ach du Sack, dich habe ich nicht gesehen. Viel Munition, da lebt noch was, da ist noch was. Das war das der. Und da ist noch einer. Wieder viel zu viel Munition verbraucht. Ich denke, das müsste man eigentlich anders machen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, Mann. Aber ich habe so Schiss. Ich habe so Schiss. Schießpulver. Wo war Schießpulver? Da war doch Schießpulver. Da. Kann ich mal herstellen? Kann ich nicht. Scheiße, mir fehlt. Fehlt die rostigen Teile da. Also die Munition ist sehr, sehr knapp bemessen. Warum da überall geschont? Läuft super, ja, also Performance. Bitte Munition, bitte. Wieder dieser Sessel. Gelb ist so die Aktionsfarbe, also die Hinweisfarbe. Da noch was? Ein Kraut. Kräutchen. Speichern. Yeah, speichern. Immer speichern. Ist mir egal, wenn ich 30 Mal speichern muss. Immer so eine Genugtuung. So. Ah, ich bin safe. Hier drin. Also die Triche sind sehr rar. Warum war die Tür offen? Einfach zum sagen, hey, hier kannst du speichern. Ich denke, das ist der Grund. Telefon. Oh, ich wusste es. Geh schon. Steck dich, Ethan. Hab die was. Vampire kein Spiegelbild. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! So Kraft hat sie.
Also wenn ich gegen die schon antreten muss, dann ich wohl einiges an Feuerkraft verwenden müssen. Und ich denke nicht, dass das ihre einzige Form ist. Dann in der Nacht. Denkt an mich. Stolen Munition. Hab nicht. Lady Dimitrios Schlüssel. Rose, wo bist du? Wo bist du? Schon riesig, hä? Wäre ich immer nur ein Kleid? Immer dasselbe? Oh, shit. Da bist du. Och, scheiße. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Ach, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Also wir verbringen uns sehr viel Zeit im Kerker, im Keller. Sag's doch, die hat Power. Ich sag's doch, die hat Power. Oder kann ich jetzt noch was ein bisschen herstellen? Nee, mir fehlten die rostigen Teile. Riechen. Was? Ich weiß nicht, was alles eigentlich in diesem Schloss lebt. Oder eben nicht lebt. Das Labyrinth? Das eins der Labyrinthe? Ich vermute. Und da hieß es ja, das sind die Gräber. Okay, ich befürchte, da wird uns jetzt was begegnen. Ich bin sicherlich nicht alleine hier. Was war das? Arznei. Blinken habe ich genug. Okay. Ich will nichts verpassen. Irgendwo vielleicht noch mehr Munition oder irgendwas, weil ich zocke ja schon seit 30 Jahren. Ich weiß, wenn irgendwas Größeres auf uns zukommt, würde das. Ich glaube, das ist eins der Labyrinthe. Das sind da drei? So wie wir gelesen. Oh, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Ethan und seine Hände. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen.
Rechte Hand kann nicht eingesetzt werden. Da ist meine rechte Hand. Kann ich denn? Er hat seine Hand wieder mitgenommen. Scheiße. Wo ist sie? Oh. Ach du Scheiße, ach du meine Fresse. Wo soll's denn hingehen? Die hat Style, Mann. Aha. Ich hau einfach ab. Also Ethan und seine Hände. Also was der alles. Abgetrennte Hand. Wird ihm sicherlich wieder angetackert oder so. Maske der Trauer. Lift? Du kannst nicht davonlaufen! Ja, natürlich ein bisschen Saft darüber. Ja, klar. Das absolute Wundermittel. Okay. Scheiß auf dieses Schloss. Aus dem Schloss entkommen? Wir sind wieder... Gut, die sind... Oh. Oh. Zu viele von denen. Keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich werde die aber töten, weil... Vielleicht kann ich noch herstellen. Nein, ich bin mal. Mann! Ja, natürlich, der steht wieder auf. Komm schon, mein Dickerchen. Leben noch mehr, also leben. Leben ist wohl der falsche Ausdruck. Le. Noch mehr? Ja, natürlich sind noch mehr. Bist du verbraucht? Scheint ruhig zu sein. Bin munitionsmäßig völlig am Arsch. Völlig am Arsch. Bevor ich da weitergehe, muss ich noch gucken. Weiter. Da war ich schon. Also im Innenhof gibt's noch was. Speisezimmer. Da ging es ja weiter. Da kann ich nicht weiter. Also im Hof gibt noch was.
Irgendwo. Sehe ich wieder so irgendetwas, was blinkt? Beim Gucken, so Vogelkäfige. Der selbst. Hier, da ist die Tür. Da kann ich dann eben weitergehen. Such noch, es gibt noch was. Noch was auf der Ebene. Auch noch im Speisezimmer. Warte mal, ich drück. Auch im Zimmer gibt auch noch was. Ah ja. Ja, und dafür verbrauche ich jetzt meinen letzten Schuss. Okay, Moment. Da ist unser Kollege. Da gehe ich jetzt gleich mal hin. Sowieso, um zu speichern. Munition zu kaufen. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Willkommen, ja. Willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Aha. Oh ja. Hast du wieder Updates? What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Stahlfragment. Sehr schön. Auf. Ah. Stalliner Schädel. 10.420. Das ist eigentlich sehr gut. Ich frage mich, wenn ich hier die Magazingröße aufmotze, das werde ich jetzt. Ob mir da auch ein volles. Ah, schon gut, das war's. Okay, der ist mal völlig aufgemotzt, aber ich brauche Munition. Brauche sie ist als Investition, Ethan. Scharfschütz. Da. Pistolenmunition. Drei Schüsse. Was ist das? Nur wusste vier ich Schüsse? Doch, dass dich das interessieren würde. Hals- und Beinbruch. Wie war du das jetzt gemeint? Etwas kaufen? War das gemeint? Anzahl 30. Ja, also komm. Also sind das jetzt 10 Schüsse? Da hattest du ein Auge drauf, was? Auf Wiedersehen. Kaufe ich denn da überhaupt? Was habe ich denn da jetzt gekauft? Oh ja. Yeah. Stolmunition. Finden. Oh, das kostet schon mehr. Immer so drei Stück mit. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Also ich merke, die Nachladegeschwindigkeit könnte erhöht werden. So. Danke für deine Treue. Das waren drei Schüsse für
Also 1001 Schuss? Sehr, sehr, sehr teuer. Gut. Wir speichern. Ah, das habe ich immer noch nicht. Der Maske der Trauer kommt da nicht hin. Mit dem Schlüssel natürlich auch nicht. Gut, mit dem Schlüssel kann man jetzt natürlich einige Türen öffnen. Ja. Ja, aber gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das ist Schluss für heute. Für diesen Part zumindest. Es geht dann ja bald wieder weiter mit Resident Evil Village. Es macht einfach riesen Spaß. Es ist geil. Guckt euch mal dieses Bild an. Es ist einfach da. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part.